Agatha Christie, Mord im Orient Express. Seit der Abfahrt des Zuges aus Istanbul ist eine Nacht vergangen. Der zweite Tag der Reise neigt sich dem Ende zu. Orient Express, 16. Dezember 2023 um 19 Uhr. Mesdames et Messieurs, das Abendessen ist nicht serviert. Sie können sich zu den anderen Passagieren im Restaurantwagen gesellen. Ja, das machen wir doch gerne. Ich glaube, die sind alle hierhin, ne? Hallöchen, hallöchen. Entschuldigen Sie, Monsieur. Pierre bat mich, Sie darüber zu informieren, dass ein Passagier uns verlassen hat und sein Zimmer Ihnen gehört. Monsieur Book hat angeordnet, dass Ihr Gepäck während des Abendessens auf Zimmer 202 gebracht wird. Sie werden sich in der ersten Klasse wohler fühlen. Das ist ja wunderbar. Vielen Dank, Monsieur... Fouché, Monsieur. Ja, wunderbar. Das war wohl irgendwie Fügung des Schicksals, weil ich schon bei der 202 rein wollte vorher. Wo finde ich mein neues Abteil? Zimmer 202 befindet sich am anderen Ende des vorherigen Wagens. Ich verstehe. Vielen Dank. Welche Position haben Sie im Orient Express inne? Ich kümmere mich um den Bar und den Restaurantwagen. Dann lassen Sie sich nicht von mir aufhalten. Heute Abend gibt es Hummer, nicht wahr? Oui, in der Tat. Bis später. Bis bald, Monsieur. Ja, darf ich hier auch rum? Ich habe Sonderstatus. Ich darf einfach überall rein. Okay, hier ist aber nichts Interessantes. Ich denke mal, ich sollte auch direkt zum Zimmer gehen. Im Moment hinten ist das Restaurant. Guck mal hier auch nochmal kurz rein. Vielleicht hat ja irgendeiner was auf Toilette vergessen oder so. Hier ist sonst nichts außer die Seiteneingänge. Guten Tag, Madame, Monsieur. Wo gibt es denn noch einen freien Platz für mich? Da hinten? Ah. Ja, Monsieur? Ja, ich wollte mit dir sprechen, aber du offenbar nicht mit mir. Na gut, dann, ich sollte doch ins Restaurant jetzt, oder? Trifft Bug im Restaurantwagen. Ach so, wo ist der denn? Der eine Typ sitzt da. Das sind die beiden. Ach, hier ist er. Bitte, mon ami, leisten Sie mir Gesellschaft. Ich habe mir die Freiheit genommen, Ihnen Ihren Hummer zu bestellen. Ich danke Ihnen. Es scheint, dass unsere Mitreisenden heute Abend wieder alle hier versammelt sind. Ach, wenn ich doch nur so begabt wäre wie Balzac, könnte ich diese Szene in Worte kleiden. Oh, das wäre doch mal eine Idee. Ah, Sie sehen das auch so. Ich glaube, das wurde noch nie gemacht, n'est-ce pas? Und doch haben wir hier eine Menge Stoff für Romantik, mon ami. Überall um uns herum sind Menschen aller Stände, aller Nationalitäten und jeden Alters. 3 Tage lang werden diese Menschen, die einander völlig fremd sind, zusammengebracht. Sie schlafen und essen unter einem Dach und können einander nicht entfliehen. Am Ende der Reise trennen sich ihre Wege. Und sie werden sich vielleicht nie wiedersehen. In der Tat, das lädt uns dazu ein, ihr Leben zu beobachten und darüber zu spekulieren. Oh, ich kenne Sie, mon ami. Selbst jetzt ist Ihr Geist am Werk. Lassen Sie ihn uns testen. Was halten Sie zum Beispiel von diesen beiden? Ich nehme an, er meint die. Ich
Ich habe meine Tochter besucht. Sie arbeitet in der amerikanischen Botschaft in Istanbul. Ich habe ihr gesagt, dass sie dort niemals einen Ehemann finden würde. Da ich auf dem Rückweg Paris sehen wollte, sagte sie mir, ich solle diesen erstklassigen Zug nehmen. Ich kann es kaum erwarten, Paris zu sehen. In den Filmen sieht es wunderschön aus. Aber es kann nicht schöner sein als Schenectady in den guten alten US of A. Dort lebe ich zurzeit. Und Sie, Miss Debenham, nicht wahr? Woher kommen Sie? Ich wurde im Vereinigten Königreich geboren. Oh, das ist in England, nicht wahr? Was machen Sie beruflich? Ich bringe Kindern in anderen Ländern Englisch bei. Wie interessant. Oh, ich wünschte, ich würde eine Fremdsprache sprechen. Meine Tochter spricht mehrere Sprachen. Lassen Sie mich Ihnen von Ihrer Arbeit erzählen. Sie ist sehr wichtig. Okay, ach, das ist die mit den Ohrringen. Amerikanerin, Britin ist für mich kein großer Unterschied. Ja, ich weiß, jetzt würden mir beide aufs Dach steigen, wenn ich das sage. Ich behaupte mal Britin, keine Ahnung, ich habe jetzt, hat sie nicht gesagt, ne? Sie arbeitet als Englischlehrerin, hat sie auf jeden Fall gesagt. Und sie ist schon älter, ich würde sagen so, ja, 40 wird sie schon sein. Sie sieht wesentlich älter aus als ich, muss ich sagen. Aber 64, nee, so alt sieht sie nicht aus. Britin wegen dem Karo-Muster. Meine kleinen grauen Zellen haben mich nicht im Stich gelassen. Sie können viel über jemanden lernen, indem Sie ihn einfach beobachten und durchzuhören. Diese Dame zum Beispiel ist zurückhaltend. Sie gibt wenig Preis. Sie ist in sich gekehrt. Irgendein Geheimnis veranlasst sie dazu, ihrer Tischnachbarin zu erlauben, das Gespräch zu führen. Ich gebe zu, dass das, was ich in Istanbul gesehen habe, in diesem Fall mehr vermuten lässt. Aber ich werde ihre Privatsphäre respektieren. Sie erstaunen mich immer wieder. Ja, soll ich mich nochmal umsehen? Okay, nehmen wir die. Mama mia, diese Lokomotive hat Dampf. Wir erklimmen die Berge mit Leichtigkeit. Mit Pferdestärken kenne ich mich aus und dieses Schmuckstück hat in sich. Züge haben was Besonderes an sich. Das muss ich Ihnen lassen. Ich verkaufe Spielzeug. Und die Modelleisenbahnen zählen zu unseren Verkaufsschlagern. Und zwar nicht nur für Kinder. Verkaufen Sie auch Modellautos? Sicher. Aber ich finde Züge trotzdem besser. Oh, mein Freund, was haben Sie gegen Autos? Wissen Sie, ich arbeite bei Fortuna in Italien als Pressesprecher. Wir produzieren die nächste Generation von Elektroautos, den Fortuna Firenze. Ein wunderschönes Automobil, so schön wie Florenz. Die Konkurrenz schaut uns so neidisch hinterher, dass sie aufpassen müssen, nicht gegen die Wand zu fahren. Ich wollte Ihnen nicht auf den Schlips treten. Züge haben einfach was Magisches an sich. Okay, also ich würde sagen, er ist Italiener. Es hat sich so ein bisschen teilweise angehört wie so Österreicher oder so noch, so ein bisschen Akzent, aber in erster Linie Italiener. Er ist Pressesprecher, hat er gesagt. Und das Alter, ja. Ja, 35 würde ich nicht sagen. Wenn, dann würde ich, aber 69, so alt sieht er eigentlich auch nicht aus. 59 meine ich. Also 19 ist er definitiv nicht. 59 könnte ich mir eher vorstellen. Wobei die meisten ja dann doch schon älter aussehen. Aber 35, der sieht mir nicht aus wie 35. Der sieht wesentlich älter aus als ich. Und ich meine, ich bin ja jetzt schon über 40. Also, andererseits, er wiegt auch mehr, ne? Vielleicht macht es auch nur das Gewicht, sage ich jetzt mal. Weil dann hat man ja automatisch ein breiteres Gesicht. Vielleicht wirkt er dadurch älter. Ich nehme vielleicht doch mal lieber 35. Auch wenn ich eher denke, dass er älter ist. Okay. Ich hätte ihn jetzt eher so Mitte 40 geschätzt. Einfach. Mindestens.
Der laute Gentleman ist sehr selbstbewusst, ein Herr über sein eigenes Schicksal. Der Tonfall ist genauso wichtig wie die Wortwahl. Er glaubt an den Sieg und auch daran, dass er derjenige ist, der gewinnen wird. Sie sind ein Magier. Ach, das ist kein Taschenspielertrick, mon ami. Es ist einfach Beobachtung. Mon ami, das ist eines der besten Desserts, das ich je gegessen habe. Sie haben schon immer eine Schwäche für Süßes gehabt. Aber das hier, das ist ein Meisterwerk. Ich verstehe nicht, wie ein Dessert so gut sein kann. Ich würde gerne das Rezept wissen. Oh je, oh je. Kann ich denn dann aufstehen? Nee, ich muss mir das mal angucken, ne? Also, unten haben die irgendwas genommen. Ja, optisch würde ich sagen, sowas wie Cornflakes. Aber es wird wohl was anderes sein. Oben drüber, boah, was soll das sein? Käse nicht. Gehe ich mal stark von aus. Aber was soll das darstellen? Pudding kann es auch nicht sein, oder? Keine Ahnung. Da drüber sind auf jeden Fall Himbeeren, würde ich sagen. In der Mitte ist noch irgendwas drin. Ich weiß nicht, ob das Heidelbeeren oder was sind. Man kann es nicht so richtig sehen. Oben, das sieht man so ein bisschen aus wie Eis oder so. Und Waffeln. Ich konnte nicht herausschmecken, welche Eissorte das ist. Zitrone sieht anders aus, aber Vanille sieht auch anders aus. Aufgrund der Farbe denke ich, dass es sich um Vanilleeis handelt. Oh, natürlich. Ja. Kann man da noch irgendwas rauskriegen? Achso, halt, stopp. Was ist das für eine rote Frucht? Das ist auf jeden Fall Himbeere. Es sieht aus wie eine Himbeere? Hm. Sie haben ein gutes Auge, Poirot. Das heißt, ich soll jetzt so schon mal rausfinden, was das ist? Das Biscuit ist die Grundlage des Desserts. Alles andere ist darauf aufgebaut. Was meinen Sie? Der Mousse au Chocolat ist das nicht. Wenn, dann ist das zerbröselter Biscuit. Was auch immer das jetzt... Es sieht aus wie zerbröselte Kekse, mon ami. In der Tat. Sehr gut beobachtet. Poirot, es ist mir peinlich, Sie um einen so großen Gefallen zu bitten. Mon ami, ich bin in diesem Zug, weil Sie mir einen großen Gefallen getan haben. Wie kann ich Ihnen helfen? Dieses Dessert ist sublim. Wenn ich doch nur das Rezept hätte. Leider wird die Konditorin, Mademoiselle Nielsen, Ihre Geheimnisse hüten. Aber Sie, mon ami, ich bin sicher, dass Sie sie zum Geständnis bringen können. Ah, Sie Schlingel, Sie möchten, dass ich die Konditorin überrede, Ihr Rezept zu verraten. Sie sind doch Experte für Verhöre. Buch, es ist nur ein Dessert. Es ist der König der Desserts. Sie, mon ami, der Sie, wie Sie sagen, nur in diesem Zug sitzen, weil ich... Ich bin ganz beschämt, Sie daran zu erinnern. Gut, gut, Sie haben gewonnen. Schon wieder. Was würde ich nicht alles für meinen Freund tun? Vielen Dank, Poirot. Bonne chance. Ich finde das aber trotzdem immer noch sehr befremdlich, weil mütterlicherseits kommt meine Familie ja aus Belgien. Und der Typ soll ja aus Belgien kommen, haben sie ja in der ersten Folge gesagt. Und er redet aber die ganze Zeit Französisch. Ich weiß, dass sie teilweise auch französischen Akzent haben, aber die meisten halt eben nicht. Die reden normal flämisch. Deswegen, der hört sich halt an, als ob das eigentlich ein Franzose wäre. Guten Abend, Mademoiselle. Guten Abend, Monsieur. Was kann ich für Sie tun? Das war ein ehrliches Dessert, das Sie uns heute Abend kredenzt haben. Ich wollte Ihnen persönlich sagen, wie sehr es Monsieur Bouc und mir gemundet hat. Vielen Dank, Monsieur. Es ist sogar so gut, dass Monsieur Bouc darauf besteht, zu erfahren, wie Sie es gemacht haben. Oh, Sir,
Es tut mir leid. Sie müssen wissen, dass eine Köchin niemals ihre Rezepte verrät. Aber nun, Sie haben mir mit dem Kühlschrank geholfen. Und ohne den Platz darin für mich hätte es kein Dessert gegeben. Nun gut, um das heutige Dessert vorzubereiten. Zuerst schmelze ich Zucker, um Karamell zu erhalten. Dann verteile ich dieses Karamell, um Twill zu formen. Zwischen zwei Twill gebe ich eine kleine Kugel Zitroneneis. Dann wird das Ganze auf einer Krone aus Erdbeeren drapiert. Poirot, sogar in einer solchen Situation bist du misstrauisch. Die Konditorin hat ihr geschätztes Rezept ein wenig zu leichtfertig aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass sie nicht ganz ehrlich zu mir war. Was ist eine Lüge? Dann verteile ich dieses Karamell um Tool. Ja, keine Ahnung, was das ist. Zwischen zwei Tool gebe ich eine kleine Kugel Zitroneneis. Also ich hätte jetzt gesagt, dass es eventuell Vanilleeis ist. Aber es kann natürlich sein, dass es tatsächlich Zitroneneis ist. Aber ich habe keine Ahnung, was diese komischen Tool sein sollen. Und kann man Karamell so hart machen und weich aussehen lassen? Das glaube ich eher nicht, oder? Was ist das Letzte? Wird das Ganze auf einer Krone aus Erdbeeren drapiert? Das ist auf jeden Fall falsch. Danke, dass Sie Ihr Rezept mit mir teilen. Aber ich bezweifle, dass Sie wirklich Erdbeeren verwendet haben. Ups. Sie haben ein gutes Auge, Monsieur Poirot. Nun gut. Was denken Sie, welche Früchte ich verwendet habe? Das waren eindeutig Himbeeren. Sie haben Himbeeren und keine Erdbeeren verwendet. Ich lasse mich nicht täuschen. Sie haben recht. Monsieur Bouc konnte den Unterschied nicht erkennen. Kommen wir nun zum unteren Teil des Desserts. Mein Lieblingsteil des Desserts. Zuerst habe ich etwas Butter geschmolzen. Ich habe Schokoladenstücke in die Butter zerbröselt. Dann habe ich die Mischung in eine runde Form gegeben. Und schließlich habe ich das Ganze abkühlen lassen, damit es aushärten kann. Keine Schokolade, soweit ich das gesehen habe. Es ist sicherlich keine Schokolade, die Sie zerbröselt haben. Wie ich sehe, haben Sie einen ausgezeichneten Gaumen. Wissen Sie, welche Zutaten ich verwendet habe? Da haben wir sie wieder, die Cornflakes. Ich weiß nicht, was Baser ist, keine Ahnung, aber er hat eben von zerbröselten Biskuit gesprochen. Eine geschickte Konditorin könnte zerbröselte Kekse mit Butter mischen, um diese köstliche Grundlage zu schaffen. Richtig. Sie kommen dem gesamten Rezept näher. Näher? Ich habe schon Mörder entlarvt und das stellte sich als einfacher heraus als dieses Unterfangen. Ich stelle Sie vor eine letzte Herausforderung. Ich bin mir sicher, dass Sie die Reihenfolge, in der ich meine Zutaten mische, herausfinden können. Wenn Sie das schaffen, haben Sie sich mein Rezept verdient. Mademoiselle, den Mord an Roger Ackroyd aufzuklären war einfacher als das hier. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, ja? Oh, woher soll ich das wissen? Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Ach so, das steht sogar hier drin, ja dann. Die Eier und die Orangenschale stehen im Rezept direkt nebeneinander. Eier, Orange, Vanille, Zucker. Zucker und Milch niemals nebeneinander. Orangen werden später hinzugegeben als das Mehl. Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Die Eier werden als erstes, ach so, oder als letztes. Oh. Okay. Ach du Scheiße. Also, Moment. Wir probieren es jetzt erstmal aus. Mit den Eiern als erstes. Das wäre ja auch logisch, wenn man das als erstes machen würde. So, Eier und die Orangenschalen. Sind das die Orangenschalen? Ich nehme mal an, ne? Stehen direkt nebeneinander. Jetzt muss ich also gucken. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Zucker wird später hinzugegeben als Vanille. Ich denke, dass das der Zucker sein wird. Ich mache den jetzt erstmal als letztes.
Die Orangenschale wird später hinzugegeben als das Mehl. Eier und Orangenschale stehen direkt spät. Moment, Moment. Zucker und Milch niemals nebeneinander. Zucker später als Vanille. Moment, da müssten die Eier theoretisch als letztes reingegeben werden. Die Orange, die stehen direkt nebeneinander. Zucker später als Vanille. Zucker und Milch niemals nebeneinander. Ja gut, das braucht man dann ja nicht. Vanille wird kurz vor dem Mehl eingegeben. Und da unten, was war das da unten mit Vanille? Zucker später als Vanille. Okay. Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Das heißt, wir müssten dann theoretisch, man sollte Zucker und Milch niemals direkt nacheinander eingeben. Ja gut, das würde Sinn, ja. Die Eier werden als erstes oder als letztes haben wir. Die Vanille wird kurz vor dem Mehl hinzugegeben. Man sollte Zucker und Milch niemals, das haben wir auch. Der Zucker wird später hinzugegeben als die Vanille, haben wir auch. Eier und Orangenschale stehen direkt nebeneinander. Ha! Ich liebe solche Rätsel. Et voilà. Oh Gott. Können wir hier noch was machen? Nee. Wie versprochen gehört mein Rezept Ihnen. Geben Sie mir 5 Minuten, um es für Sie aufzuschreiben. Haben Sie Dank, ich stehe in Ihrer Schuld. Ich kann diesen Moment nutzen, um meine kleinen Beobachtungen über die Passagiere fortzusetzen. Ich habe gestern Abend große Fortschritte bei den Ausgaben gemacht, Sir. Ich sollte bis morgen früh fertig sein. Ich dachte, Sie würden Arbeit schnell erledigen, Hector. Tut mir leid, Sir. Die Arbeit hier ist nicht so komfortabel wie in unserem Büro in Boston. Sie haben Glück, in so einem Zug mitfahren zu dürfen. Ich würde mal sagen, Amerikaner, ne? Büro in Boston. Ich meine, das heißt natürlich nicht, dass er da wohnen muss. Er ist Sekretär. Wie alt wird er sein? 40? Also 71 ist er nicht. Wie 22 sieht er auch nicht aus. Das ist die richtige Antwort. Hat Ihnen das Essen geschmeckt? Ich bin solche Mahlzeiten nicht gewohnt. Haben Sie keine Juten-Restaurants in Kenia? Eigentlich schon. Es sind eben nicht mehr die 1930er. Ich wollte Ihnen nicht zu nahe treten. Hat Ihnen das Essen nicht geschmeckt? Der Hummer war nicht durchgejagt und die Kartoffeln waren zu trocken. Als Assistentin von Prinzessin Dragomirov sind Sie es sicher gewohnt, gut zu essen. Kochen ist eine Kunst. Man muss keine Kochmütze tragen, um ein Künstler zu sein. Was ist Ihr Lieblingsgericht? Currywurst. Das ist eine Spezialität von mir. Oh mein Gott. Also, sie ist Assistentin. Das hat er eben gesagt. Dann, von wem? Also, sie sagt Currywurst. Also, gehe ich davon aus, dass sie Deutsche ist. Sie spricht auch so komisch platt, so typisch kölscher Mädchen, so richtig schlimm. Sie sieht definitiv älter aus als 33, aber 76, also ganz ehrlich, wie 76 sieht sie jetzt nicht aus. 23 ist sie definitiv nicht. Gut, sie hat schon einige Falten im Gesicht, aber 76, boah, dafür, dann würde sie sich die Haare färben. Aber wie 33? Hallo, da werde ich ja 10 Jahre jünger als ich. Naja, 9. Und sieht 20 Jahre älter aus. Also, ich mach mal erstmal 76. Ich glaube nicht, dass das die richtige Antwort ist. Sie ist niemals 33. Hallo, guckt euch die doch mal an. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Bitte sehr, Sir.
mein Rezept. Bitte sagen Sie Monsieur Bouc, dass er nicht mit meinen Rezepten für die anderen Desserts rechnen darf. Vielen Dank, Mademoiselle. Ich weiß, dass er diese Geste aufrichtig zu schätzen weiß. Und ich werde dafür sorgen, dass er die Nachricht erhält. Na gut, können wir eigentlich laufen? Nein, nicht wirklich. Poirot, Sie waren so lange fort. Das war eine größere Herausforderung als erwartet. Das ist wunderbar. Mussten Sie dafür Ihre kleinen grauen Zellen anstrengen? Es war eher eine Übung für meine kleinen Geschmacksknospen. Vielen Dank, mon ami. Essen Sie Ihr Dessert. Sie haben es sich verdient. Guten Abend. Mein Name ist Ratchet. Gehe ich recht in der Annahme, dass ich das Vergnügen mit dem berühmten Hercule Poirot habe? In der Tat, Monsieur. Ihre Heldentaten sind auf meiner Seite des Atlantiks wohl bekannt. In meinem Land kommen wir schnell auf den Punkt. Mr. Poirot, ich möchte, dass Sie einen Auftrag für mich übernehmen. Wären Sie daran interessiert, viel Geld zu verdienen? Monsieur, meine Klientel ist heutzutage begrenzt. Ich übernehme nur sehr wenige Fälle. Ja, das verstehe ich natürlich. Aber ich spreche von sehr viel Geld, Mr. Poirot. Sehr viel Geld. Optisch würde ich jetzt sagen, er ist Amerikaner. Also Spanier nicht. Italiener denke ich auch mal nicht. Er ist auf jeden Fall Geschäftsmann. Sonst wird er nicht so komisch rüberkommen. Und er ist noch keine 62. Nee, ich denke nicht. Ich muss zugeben, dass ich dieses Mal nicht richtig liege. Kein Amerikaner? Er hat es aber gerade nicht gesagt, oder? Ich stehe jetzt gerade völlig auf dem Schlauch. Oder ist es das Alter? Ist er doch älter? Denk nach, Poirot. Das kann nicht die Antwort sein. Ist er wirklich älter? Er sieht aber nicht aus wie 62. Okay. Ich liege schon wieder richtig. Das passiert mir häufig. Was soll ich für Sie tun, Monsieur Ratchet? Mr. Poirot. Ich bin ein reicher Mann. Ein sehr reicher Mann. Männer in einer Position wie der meinen haben Feinde. Ich habe einen Feind. Monsieur, wenn ein Mann dazu prädestiniert ist, Feinde zu haben, dann beschränkt sich das meiner Erfahrung nach nicht auf einen einzigen Feind. Ja, ich verstehe Ihren Punkt. Feind oder Feinde, das spielt keine Rolle. Was zählt, ist meine Sicherheit. Mir wurde gedroht, Mr. Poirot. Nun, ich bin ein Mann, der ziemlich gut auf sich selbst aufpassen kann. Aber so wie ich es sehe, kann ein wenig Sicherheit nicht schaden. Und denken Sie daran, es geht um sehr viel Geld. Ich bedauere, Monsieur, dass ich Ihrer Bitte nicht nachkommen kann. Warum nicht? Was ist Ihr Problem? Bitte verzeihen Sie meine Direktheit. Ihr Gesicht gefällt mir nicht, Monsieur. Ratchet, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich nun gerne meinen Kaffee trinken. In Ruhe. Leg dich im neuen Abteil schlafen. Das war jetzt von 102. Bin ich jetzt, ja, von 102 auf 202 sind wir ja umgezogen. Muss ich einmal hier durch. Ein Schlummertrunk, Monsieur Poirot? Eine Tasse Kaffee, Monsieur Fouché. Dann werde ich mich in mein neues Abteil zurückziehen. Ich bin mir sicher, Sie werden die Bequemlichkeit schätzen.
Haben wir angehalten? Ja, Monsieur. Bahnhof Belgrad. Wenn Sie etwas frische Luft schnappen möchten, ist jetzt die richtige Zeit dafür. Der Zug fährt um 9.15 Uhr ab. Ich sehe, dass es schneit. Ich will mir keine Erkältung zuziehen. Wahrscheinlich eine kluge Entscheidung. Darf ich Ihnen zu Ihrem Kaffee ein Stück Schokolade empfehlen? Sie wird von meinem Vater, dem besten Schokoladier der Schweiz, hergestellt. Wie könnte ich ein Stück Schokolade mit einer so guten Empfehlung ablehnen? Ich bin mir sicher, dass sie Ihnen schmecken wird. Und bitte lassen Sie es mich wissen, wenn Sie noch etwas benötigen. Ha, er hat sich gerade verraten. Er ist Schweizer. Barkeeper und schwer einzuschätzen. Ich würde mal sagen 39. Ich glaube nicht, dass er so jung ist. Ja, was war das andere? 28. Ja, aber er sieht nicht so jung aus. Er sieht schon älter aus. Ich mache erstmal 39. Ich muss zugeben, dass ich... Ja, natürlich. Der ist doch keine 28, Leute. Et voilà. Alles war perfekt. Vielen Dank. Aber gern. Benötigen Sie noch irgendetwas, Monsieur? Non, merci. Nur eine Mütze Schlaf, falls ich denn heute noch mal jemals in mein Abteil komme. Okay. Oh, ich dachte schon, Sie hätten uns verlassen. Sie sagten doch, Sie würden in Belgrad aussteigen. Das haben Sie falsch verstanden. Aber Ihr Gepäck, es ist weg. Es wurde in ein anderes Abteil gebracht. Das ist alles. Oh, verstehe. So, von der zweiten Klasse zur ersten Klasse hoch. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Monsieur Poirot. Gute Nacht. Der schreibt auf den Tisch. Was war das denn gerade? Da. Er schreibt auf den Tisch, er schreibt nicht auf seinen Zettel. Das ist ja geil. Ich hoffe, dass Sie gut schlafen werden und dass es Ihrem Kopf am Morgen besser geht. Es ist nur die Kälte. Ich mache mir jetzt eine Tasse Tee. Ich hoffe, das wird Sie aufwärmen. Die hört sich ein bisschen an wie eine aus Tee, so. Das hoffe ich auch. Gute Nacht, meine Liebe. Gute Nacht? Was für ein tapferes Mädchen. Der Mann in der Nachbarkabine, Mr. Ratchet, macht mir hingegen eine Heidenangst. Mit diesem Mann stimmt etwas nicht. Meine Tochter sagt immer, ich habe eine gute Intuition. Moms Bauchgefühl liegt niemals falsch, sagt meine Tochter immer. Und ich habe ein Bauchgefühl bei diesem Mann. Er ist direkt im Abteil neben mir und das gefällt mir nicht. Ich habe gestern Abend meine Taschen gegen die Verbindungstür gestellt. Ich meine, gehört zu haben, wie er am Griff gerüttelt hat. Nun, wer auch immer Sie sind, ich gehe jetzt ins Bett, um zu lesen. Gute Nacht. Bonne nuit, Madame. Wer auch immer ich bin? Ja, Junge, dich kannte ich auch nicht. Das ist doch kein Wunder. Monsieur Ratchet scheint sehr aufgebracht zu sein. Ja, ist doch spärlich, aber nett gemacht. Toilette. Na gut, hier wäre wahrscheinlich, obwohl eine Toilette, weiß ich nicht, vielleicht ist da auch einfach nur der Schrank hinter. Dann hier ein Badezimmer. Kann ja sein, dass Toiletten wirklich nur die Gemeinschaftstoiletten sind. Ja, dann legen wir uns mal hin. Ah, endlich ein richtiges Bett. Perfekt für einen König oder einen sehr müden Detektiv. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.